Das ist jetzt ein Problem, aber... So, du musst dich um den Boss dann kümmern. Das heißt, zumindest nachher hier, der geht jetzt eh schön hier stiften. Das ist nicht das Problem. Gleich haben wir die 4-8 und dann passt es. So, saug alles ein hier. Schön zurückhauen. So. Wir brauchen einen zweiten Glugunner. Das wäre nicht schlecht. Jetzt ist die Frage. Linkes Upgrade, den Glugunner und zwei davon. Dann sind wir gegen das, was hier gerade ankommt, gut gewaffnet. Oh, scheiße. Das werden wir nie aufhalten. Nämlich, Alter, wie soll ich denn... Habt ihr das gesehen? Wollen die uns verarschen? Wie willst denn das da aufhalten? Nicht mal ein Supermonkey könnte das da aufhalten. Ich verstehe nicht, wie? Wie soll man das machen, Leute? Keine Ahnung. Mit dem Rasenmäher jedenfalls nicht. Boah, das ist ein... Boah, wie? Oh, das ist schwierig. Boah. Vielleicht einen zweiten von diesem Ding da... Das ist vielleicht eine Idee. Wir probieren das nochmal auf Unplatzbar. Irgendwie muss ja diese Scheiße hier gehen. Nehmen wir den da wieder. Zack, so, los geht's. Das ist schwierig, Leute. Da habe ich kein Patentrezept. Also, ist unmöglich fast schon. Es ist echt Wahnsinn. Vielleicht, wenn wir dieses eine Upgrade noch haben hier, dieses... ja, mit doppelt Geld. Anders kann ich mir das jetzt hier nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Anders kann man hier echt nicht vorwärts. So, jetzt haben wir diese Nagelfactory. Jetzt warten wir auf die Bananenfarm. Je schneller wir die haben, desto besser. Es wird nur ein bisschen dauern. Wir kriegen auch nicht so viel Geld jetzt, weil in den kleinen Runden hier ist noch nicht so viel wirklich los hier. Wave 8 haben wir. Aber ich glaube, ohne das Doppelt-Geld-Upgrade ist Unplatzbar auch wirklich nicht wirklich möglich. Allerdings, wenn man es nimmt, dann hat man auch den Nachteil, dass man zugeschissen wird mit Geld, was ja auch nicht der Burner ist. Ne? Dann ist es nicht mehr spannend und gar nichts. Das haben wir bei der vorherigen Mission gesehen. Das hat keinerlei Wert, weil es einfach zu einfach ist. Dann. Also dann ist sogar Unplatzbar so, dass wir hier hunderttausende Monkey-Dollar hier haben und machen können, was wir wollen. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das macht ja auch keinen Spaß. Also ich werde es... Vielleicht noch mehr leveln, da gibt noch ein paar Upgrades, die man sonst noch nehmen können. Attack Speed, Attack Power, sowas in die Richtung. Ansonsten vielleicht mit ein paar Dings da, mit denen da, dass wir uns ein paar kaufen. Das könnte funktionieren, die darf ich ja glaube ich verwenden hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube ich darf schon. Jo, und so könnte man das schaffen, ansonsten fällt mir da nicht viel dazu ein, Leute. So, jetzt werden wir ein bisschen hier noch farmen, und zwar Geld farmen. 360 wollen wir auch noch haben. Oh, dann schauen wir, was rauskommt. Mal schnell meinen kalten Kaffee wieder verdrücken. Kalter Kaffee macht lustig. Ich hasse kalten Kaffee, aber ich habe gerade nichts anderes da. So, ich werde jetzt eine neue Taktik probieren. Ich hoffe, die hat Erfolg. Die nennt sich Aktion, ich brauche Kohle. Und Aktion, ich brauche Kohle heißt eine zweite Bananenfarm. Mal schauen. Wave 15 haben wir. So, gleich haben wir genug Geld. Haben wir. So, das gehen wir gleich daneben an.
der kriegt dieses Upgrade hier und dann passt es schon. So. Wie viel kriege ich jetzt eigentlich? Insgesamt 6 Bananen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. 6 mal 4 sind 42 pro Runde dazu. Das geht so halbwegs. So, dann werden wir ihm das da geben als Upgrade. Und damit muss man jetzt mal rauskommen. Was wir brauchen, ist das da auf jeden Fall. So, jetzt heißt es hier ein bisschen Geld produzieren. Wave 21. Gleich haben wir den. Schön hier in die Mitte, dass der oben auch noch dabei ist. So. Das haben wir. Ich werde noch ein bisschen hier probieren, Geld zu verdienen. Na ja, gut, aber wir müssen uns langsam vorbereiten auf die Stahlbloons, weil die kommen ja gleich. Und zwar in Wave 28. Wir haben schon 25, also das, ich nehme das jetzt noch, ich riskiere es. Ich hoffe, das geht jetzt noch aus. Ja gut, es muss sich ausgehen, weil wir kriegen ja auch mehr Bananen dadurch. Das heißt, okay, den haben wir schon. Und wie viel? 800 so? 925, das kriegen wir auch noch hin. Wir haben noch eine Runde, das sollte gehen. So, 500 werde ich hier hinkriegen, alleine durch das hier. Das heißt, das passt schon. So. Haben wir gleich, Leute. Entschuldigung. Und wie wir das haben. So, das ist gesichert. Stahlbloons! So, dann werden wir das hier nehmen. Auch die 1500 und dann kriegen wir wie viel? 14 insgesamt. Ich hoffe, das reicht. Zumindest mal vorübergehend. So. Dann wird das hier upgraded. So, mit diesen Stahlblooms komme ich noch klar und dann wird abgegradet. Dann müssen wir mal vorwärts kommen hier. So, ich müsste jetzt towermäßig erst später was machen. Das heißt, bisschen Geld verdienen ist. Das sind dafür mehr Spikes hier. Dass der auch ordentlich Spikes raushaut. So, und der da hinten muss jetzt damit klarkommen mit diesen vielen Spikes. Was ich noch machen werde, ist den hier ordentlich upgraden. Und dann schauen wir weiter. So, schön Kohle gibt es allerdings, das muss man zugeben. So, dann die 5,95, dann noch das rechte Upgrade und der Rest muss jetzt einmal warten. Ich werde jetzt ein bisschen später diese Upgrades hier nehmen, weil die kosten wie viel? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, da kann ich mehr Tower machen, obwohl... Das Upgrade ist natürlich nützlich, weil der poppt zweimal, also scheiße ist es eigentlich auch nicht. Kann man ruhig brauchen. Es ist sogar sehr nützlich. Und den Rest, da lassen wir uns ein bisschen Zeit. Nehme ich lieber nur Tower. Wir müssen mehr Damage machen, Leute. Damage, Damage, Damage. Was macht Damage bei den Herzen? Der da auf jeden Fall und der ist auch variabel. Das heißt, das kann nicht schaden. Hoppala. Wenn wir den hier ordentlich upgraden, dann muss ich aber immer hier hinfahren. Das ist blöd mit den Dingern da, ne? Aber das hilft auf jeden Fall hier. Und man kann auch schön variieren, ne? Also das hat schon Sinn. Ihr seht, das bringt es auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass der das aushält hier. Jo, haut hin. Gleich haben wir hier das Upgrade für die rechte Seite. So, zack. Jetzt haut er noch ein bisschen mehr rein. Vergiftet die auch ordentlich. Damit kann man leben. Die müssen wir natürlich nehmen. So, dann werden wir dieses Upgrade hier nehmen.
Zack haben wir, das ist ganz wichtig. So, wunderbar haut es hin. Die Spikes haben wir, bla 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 bla. Dann schauen wir, wie es hier ist. Was kann ich da nehmen? Der Laser, glaube ich, war besser wie die Raketen. Gut, dann nehmen wir den Laser nachher. Oh, scheiße, wir haben noch keinen Kleber. Dann müssen wir es so machen. Das ist das, man kann ein bisschen variieren, aber den Kleber, den brauchen wir trotzdem. Und zwar müssen wir den immer auf die Stärksten. Und dieses Upgrade hier, dass die doppelt poppen. Das haben wir nämlich hier auch noch. So, wo sind wir? Wave 40. Der muss sich schön vollkleben und dann kann ich hier reinfetzen. Das geht so halbwegs. Ja, das läuft. Also das mache ich jetzt nicht so schlecht. Nur diese... Wir müssen uns gegen die Herzen wehren. Die Herzen sind das A und O. Das kostet 7,2. Ist der außerhalb der Ranger, deswegen ist er teuer. Scheiße! Oh Gott. Was machen wir denn da? Auf jeden Fall mal reinhalten hier. So, jetzt mal kurz da absahnen. Weiter darauf schießen. Diese Herzen müssen einfach weg da. So haut es halbwegs hin hier, Leute. Überhaupt kein Thema. So, dann werden wir hier ein bisschen mehr Kohle kassieren. Das haut so weit hin. Kohle kassieren. Und jetzt brauchen wir eine gute Verteidigungsstrategie langsam. So, wir brauchen 3,5. Das kriegen wir ja gleich hin. Ja, mein MG macht Schaden. Aber insgesamt halt nicht genug. Wave 45 haben wir. So, dann werden wir das mal nehmen. Aber das reicht jedenfalls nicht. Gut, wir können da jetzt schön draufhauen mit unserem MG. Das mit Sicherheit. So, das geht schon. Für die Herzen ist es nicht schlecht, dass sie zweimal poppen. Aber das reicht nicht. Da muss mehr her. Der ist zwar ganz nett mit dem Zurückhauen, aber der macht mal zu wenig Damage. Wer macht viel Damage? Der hier. Der hier auf Stufe 3, der haut nämlich alle hin, der ist wieder Laser von dem hier. Also ich würde sagen, auf jeden Fall so einen. Und zwar die dritte Stufe hier. Ich kann es jetzt leider nur nicht nehmen. Wave 47. Wir brauchen auch was gegen Bosse, da habe ich noch nichts. Das ist natürlich scheiße. Gegen Bosse haben wir auch noch nichts. Das ist wirklich scheiße. Ich nehme jetzt aber mal den hier. Und dann nehmen wir was gegen Bosse, nämlich den hier. Immer in Stärksten, bitteschön. So, los geht die Party. Schön upgraden hier immer. Ja, also meine Kanone da hinten, die kostet zwar sau viel, aber sie macht auch schönen Damage. So, jetzt kommt Wave 49. Ich glaube, bei der haben wir schon aufs Maul gekriegt. Den werde ich später upgraden. Was wir noch machen können, ist der hier. Der soll die immer zurückhauen. So, dann werden wir die schön upgraden hier. Das haut hin. Sobald es geht. Ja, nur ein bisschen draufhauen. Ja, okay. Den Wirbelsturm nehmen wir auch. So, und jetzt sparen wir Geld. Ich glaube, 51 oder 53 sind wir draufgegangen. Das ist diese unmögliche Runde da. Da muss man nur was machen. Wie viel brauche ich? 7200, weil der Depp nicht in der Range steht. Das habe ich verschissen. Das muss ich echt zugeben. Das ist ein bisschen blöd. So. Da hauen wir jetzt feste rein da.
Ich gehe auf den Boss wieder. Jawohl, komm. Stirb, jawohl. Der saugt dich schön ein hier. Haut hin. So, und jetzt haben wir einen Laser. Jetzt haben wir eine realistische Chance. Was sollten wir noch upgraden? Das nicht, sondern den da. Ja, ihr seht, der Laser hier, der hilft schon ein bisschen mit. Ja, öfters mal da kassieren. Das geht. Damit sind wir jetzt nicht aus dem Schneider. Aber ich kann zumindest noch mitspielen. Das konnte ich vorher nicht. So, jetzt muss ich hier ein bisschen nachhelfen sozusagen. Die Bosse hier müssen ihr Fett abkriegen. So, wir haben 5 sonst was. Jetzt könnte ich das hier für den Boss machen oder etwas anderes. Ich nehme jetzt oder etwas anderes. Denn wir brauchen noch Power. Wir brauchen immens Power. Was nehmen wir? Ein Super Monkey wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber der kostet Geld, 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 Geld. Wir könnten auch ein U-Boot nehmen. Das ist nicht mal so teuer. Das nehme ich jetzt auch. Das soll auf dem stärksten, auf dem ersten. Das soll auf dem ersten. Nehmen wir mal das Grund-Upgrade und die ballistische Rakete. Kostet nicht so viel und hat enormen Nutzen. So, was ist das nächste, Leute? Jetzt muss ich nachdenken. Eh schon den Super Monkey. Du, das fällt weg. Bei 66 werden wir nicht haben. So, jetzt wird spannend. Jetzt kommt nämlich hier gleich der Wahnsinn sowieso, das weiß ich. So. Was ich noch nehme, ist jetzt hier das und hier das. So, da können wir ein bisschen schneller. Wir haben noch immer nicht dieses Super-Dings-Upgrade. Das werden wir jetzt aber gleich nehmen hier. Gut, dass das immer so schön durchgeht da. So, jetzt ist Runde 53, wo wir vorher auf den Sack gekriegt haben. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Einen zweiten von dem hier, der hat alles. Wir nehmen einen zweiten von dem hier. Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Ich wüsste nicht, wie wir es sonst schaffen. Ice Tower ist auch eine Sache. Ein Ice Tower da vorne. Wenn sie reinkommen, dass sie schon eingefroren werden. Das könnte man nur machen. Das ist eventuell eine Alternative, dass jetzt nicht so viel reinkommt hier. Ihr seht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.